Und da sind wir live. So schnell geht das Ganze. Hallo zusammen. Hi. Hallo. Genau, ich höre Silke noch, ich höre Mirko noch. Nee, Silke habe ich gar nicht gehört, du hast nichts gesagt, aber Mirko habe ich gehört. Die klingelt immer noch im Ohr. So. Oliver habe ich gehört. Ich mache uns ein bisschen Hintergrundmusik. Auch die hört jetzt wieder keiner. Die hört man wieder nur, wenn man den Stream gleichzeitig guckt. Seid ihr da? Hört ihr uns? Es ist für mich immer so schwierig. Ich sitze hier wieder ganz allein. Die arme Meeple Queen hat mich verlassen. Dafür habe ich wunderbare, tolle Gäste heute hier. Hallo Boardgame Bee, du musst immer ansagen, wie viele Leute zu gucken. Den Service hätte ich gern auch. Unsere lieben Bienen sind da, das ist schön. Genau, Meeple Queen macht heute den Chat. Genau, hört es mal von der anderen Seite an. Ich habe mir heute Brettspielfragen ausgedacht, aber erstmal hallo in die Runde. Also wirklich total geil. Ich habe Silke und Mirko hier vom Würfel und Zucker in Hamburg. Hat mich gerade mal 1000 Euro an gebrauchten Brettspielen gekostet, sie heute hierher zu holen. In den letzten Monaten. Nein, freut mich total. Vor allem dieses Savannah Park, da werden wir heute immer mal wieder drüber reden, ob das nicht mal. Aber jetzt kommt's ja. Jetzt müssen wir es nicht mehr ersteigern. Nee. Also mega cool, dass ihr da seid. Und wir haben den Oliver hier, den Brettspiel-Teddy. Auch mal ein neues Hallo. Gesicht bei mir. Hallo heute zusammen. Mit dem Flugzeughelm. Also er ist Captain Oliver heute, wird immer wieder ansagen, wo wir hinfliegen. Ich wollte auch mal so aussehen wie so ein cooler YouTuber, deswegen habe ich mir mal so ein Headset jetzt auf. Ja, musst du dir so einen Hut kaufen. Kann ich dir günstig anbieten im Affiliate-Link und so weiter. Genau, wir zocken heute wieder Box of Rocks und es geht in die zweite Staffel, wie ich es genannt habe. Es war ein bisschen Pause, der Sommer ist zu Ende, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt ist schon wieder die Brettspielsaison eingeläutet. Und wir zocken Box of Rocks. Ich habe extra Spezialfragen mitgebracht, ganz gemeine Brettspielfragen. Warum? Da ich davon ausgehe, dass Silke und Mirko jede dieser Fragen schon 100-mal gehört haben, dachte ich mir, muss man es ihnen ein bisschen komplizierter machen. Heißt aber auch für euch, ihr könnt heute unverfälscht mal mitspielen. Wie das funktioniert, werden wir gleich erklären. Vorab, verflixt nochmal, danke, dass du meinem Robot ein Abo geschenkt hast in dem Kanal. Der freut sich total. Also auf jeden Fall danke für das Abo. Das ist doch schon mal ganz schön. Wenn ihr was Gutes tun wollt, total geil. Unten in dem Chatfenster könnt ihr Kanalpunkte sammeln. Da ist so ein Gesicht von mir. Und mit diesen Kanalpunkten, die kriegt ihr kostenfrei. Die kriegt ihr einfach nur, genau, Rosine im Stollen macht's vor, die kriegt ihr einfach nur wegen am Zugucken. Und den könnt ihr eintauschen, zum Beispiel für einen Rabattgutschein, Achtung, Schleichwerbung für ein anderes Brettspielcafé, für den Würfelbecher kann man 10% sparen, kann man eintauschen, kriegt man 10% Gutschein. Oder man sorgt dafür, dass Kidstock spielt, endlich bei Box of Rocks mitspielen darf. Da braucht ihr noch ein paar Punkte, müsst ihr da noch reinbuttern und dann machen wir eine Sondersendung mit Kidstock. So, ach, dieses viele Gelaber auch immer, ist echt fürchterlich, oder? Box of Rocks, wer das Spiel nicht kennt, eigentlich müsste es jetzt Mirko erklären. Mirko, willst du Box of Rocks erklären? Du bist doch der Erklärbär im Wutz. Die Steine erklären das schon von sich aus. Das ist ein Quizspiel. Welche sind das? Das wird er uns dann ja wohl sagen. Achso, nee, aber ja, aber 0, 1 und 2. Ja, genau, also die Würfel spielen gegen uns. Denn du wirst diese Steine, also Würfel, ne, die Steine werfen, 0, 1 oder 2 weiße Striche zeigen und damit entscheiden die Steine schon mal, welche Antwort sie geben. Also quasi die erste, zweite oder dritte Antwort. Ja, und dann ist es erstaunlich, wie oft die Steine gewinnen, im Gegensatz zu uns. Ja, der Zufall ist besser als der Verstand, habe ich mir sagen lassen. Apropos, wie die Steine gewinnen, wir können mal auf das Scoreboard gucken, wie es so bisher aussieht. Ich habe das mal hier. Wir spielen immer bis 10 Punkte. Das heißt, es haben tatsächlich Siri Mande, der Markus von Time for Board Games, der Würfelbecher, zwei Verspielte und der Daniel von Meeplepawn. Die haben es bis 10 Punkte geschafft, tatsächlich. Dann haben wir Andreas von den Board Game Monkeys auf der 9, Rita auf der 8. Den Brettspiel-Podcast, den zähle ich als 7,5. Warum? Weil die haben zu zweit gespielt und ich habe deren Punkte Durchschnitt genommen. Die Affenfratzen auf der 7. Ich selber bin tatsächlich nur auf der 6,5 bisher. Und das Schlusslicht tatsächlich, der Boardgame-Digger, hat es nur auf 6 Punkte gebracht, hat dann aber gesagt, er hätte kooperativ mit der Siri Mande zusammengespielt und sie hätten 16 Punkte. Und der Stein tatsächlich im Schnitt auf einer 5,2. Also tatsächlich, hier wären jetzt alle noch schlauer als der Stein, aber ich habe schon Sendungen erlebt, da habe ich gegen den Stein verloren. Von daher,
werfen wir uns ins Getümmel, oder? Habt ihr ein bisschen Lust? Der Chat spielt mit. Wie das funktioniert, werden wir gleich bei der ersten Frage erklären. Ich habe hier oben bei mir auch einen Counter, weil wir zählen einfach mal für den Chat die Punkte auch mit. Ihr dürft außer Konkurrenz auch mal mitmachen. Da auch bitte die Bitte, einfach nicht googeln nach den Sachen, sondern versucht es mal mit gesundem Menschenverstand oder purem Raten. Beides empfehle ich euch auch. Und dann starten wir doch mal ein mit der ersten Frage. Und das ist gleich mal so eine richtig schöne Nerdfrage. Und zwar bei Star Wars Rebellion. Wie viele intakte Todessterne befinden sich denn da in der Grundbox? Das ist doch eine tolle Frage, oder? Wie viele intakte Todessterne befinden sich in der Grundbox? Kurz für euch, die ihr im Chat seid, ich habe jetzt hier oben eure Antwort aktiviert. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Rock, Leerzeichen 0, 1 oder 2 mitvoten. Dann sehen wir auch, was ihr so denkt, was in der Star Wars Rebellion Grundbox ist. So. Super Frage. Habe ich noch nie gespielt. Ja, perfekt. Einmal raten, würde ich sagen. Ist jetzt, glaube ich, im Brettspielcafé auch nicht unbedingt das Spiel, was auf den Tisch kommt, wahrscheinlich. Intakte Todessterne. Ja, intakte Todessterne. Aber wenn die tot sind, sind sie doch nicht intakt, oder? So, also hier wird schon fleißigst geraten. Wir haben zumindest zwei Leute, die sagen, ein Todesstern wäre drin und einen, der sagt, das sind zwei Todessterne drin. Die wollen uns nur in die Irre führen, glaube ich. Ja. Ich glaube, dieses Intakt ist tatsächlich relevant und wollen wir 0 sagen? Ja. Wir sagen 0. Okay, ihr sagt 0. Ja, 0 sagt hier im Chat auch jemand. Ja, ich würde auch 0 sagen. Intakt und tot, das widerspricht sich. Okay, du sagst auch 0. Ansonsten immer der Tipp, es gibt bei uns eine alte Regel, wir gucken immer, was KidsDoc sagt, denn KidsDoc liegt immer falsch. Nein, liegt meistens richtig, aber bei so einer Frage, bei Brettspielfragen, glaube ich, hat auch KidsDoc spielt mal keine Chance. Also der Chat ist sich auch sehr uneins noch. Ach, schön, dass auch jemand 3 gesagt hat. Ja, 3 ist auch gar nicht so falsch. Tatsächlich ist jetzt nur da nicht die richtige Antwort. Genau. KidsDoc hatte geschrieben, dass er heute am Start ist. Mal gucken, wann er... Da ist er doch! Hallo KidsDoc! Du wirst gebraucht. Auf deine Antwort warten wir noch. Ich stelle nochmal die Frage, wie viele intakte Todessterne befinden sich im Grundspiel von Star Wars Rebellion? Wir schauen mal, was die Box of Rocks so sagt. Die werden wir auch mal kurz würfeln. Und die Box of Rocks sagt ein Todesstern. Ihr habt ja jeweils 0 Todessterne gesagt. Der Chat sagt auch bisher ein Todesstern. So, Dragonfly versucht es mit der 2. Du musst da leider ein Leerzeichen dazwischen machen, sonst kapiert das der Bot nicht. Das ändert ja nochmal das Voting-Ergebnis. Das müsst ihr uns da, euch da schon einigen, ob jetzt 1 oder 2. Der KidsDoc sagt auch 2 Todessterne. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen sie alle. Wollt ihr euer Voting noch ändern von 0 auf 2 Todessterne? Der Trend geht ja zum 2 Todesstern, habe ich mir sagen lassen. Eingeloggt ist eingeloggt. Du willst, ja, uns, nur, gut gemacht. Du willst uns doch nur aufs Glatteis führen. Das ist nicht beim Traum. So, dann machen wir den Chat mal zu. Und jetzt haben wir tatsächlich mal was gelernt. Denn in der Box befinden sich tatsächlich 3 Todessterne drin. Lustigerweise. Aber intakt sind da tatsächlich 2 Todessterne. Und tatsächlich ist es so, für alle zum Spoilern, das Imperium startet direkt mit einem fertigen Todesstern wie im Film und kann aber dann direkt schon wieder den 2. Todesstern bauen. Was so im Film irgendwie nicht vorgekommen ist, dass man da einfach 2 Todessterne bauen kann, aber rein theoretisch kannst du mit 2 Todessternen spielen. Also kein Punkt für niemanden, der Chat war sich auch nicht eins. Genauso stelle ich mir das vor, einfach keiner gewinnt, dann sitzen wir morgen auch noch da. Jetzt brauchen wir so eine typische Brettspiel-Café-Frage, glaube ich. Mhm. Weil wir uns vorhin drüber unterhalten haben im Vorgespräch, das wissen jetzt alle anderen nicht, eine Frage zu Villa Paletti und Menara. Und zwar, wie viele Säulenfarben aus Villa Paletti gibt es nicht bei Menara? So, wieder der Chat darf mit Ausrufezeichen Rock, Leerzeichen 012 mitraten. Also wie viele Säulenfarben gibt es nicht bei Menara, die es bei Villa Paletti gibt? So, Oliver, auch das hast du nicht gespielt. Nee, du hast gesagt, es ist ausgezogen. Menara habe ich gespielt, aber nicht Villa Paletti. Und wenn, dann hätte ich auch nicht die Farben. Sag, du bist farbenblind. Boah,
Ich rate ja, harte Fragen. Einfach mal ein. Das ist nämlich dein Vorteil. Du kannst es machen wie die Box. Du kannst einfach mal raten und sagen eine Farbe. Der genau. Chat ist auch schon am rotieren, dass das relativ hart ist. Wir sagen jetzt. Auch eins und wir sagen grün. Grün ist nicht dabei. So, blind geraten hier auf jeden Fall schon mal. Der Chat ist auch erstmal bei einer 1 am Start. So, GM Bird sagt, die Farben sind alle deckungsgleich. Dragonfly, auch noch die 0. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Im Chat kommt noch ein bisschen was rein. Wie hast du deine Fragen? Wie bist du auf deine Fragen gekommen? Unter der Dusche oder auf dem Klo? Tatsächlich habe ich länger geduscht. unterm Duschen endlich bin ich mal. Auch auf die Idee gekommen. Danke, sehr nett. Unterm Duschen mache ich auch immer die Better Board Games Videos tatsächlich. Die entstehen auch tatsächlich unter der Dusche, aber dann drehe ich sie tatsächlich wieder mit Klamotten. Das ist sehr gut. So, also der Chat ist bisher auch sehr bei der 1. Oliver, du hast die 1 geraten. Silke und Mirko sagen 1. Oh ja, danke sehr. Kerstin hat einen Follow da gelassen. Auch ein geiler Name. Wie viele I's sind denn das? Mega. Freut mich. Schön, dass du auch am Start bist. So, die Box haben wir schon gewürfelt, oder? Genau, die hatte ich doch schon gewürfelt. Die hat 1 gesagt. Oder? Nee. Habe ich noch nicht gewürfelt, oder? Ich muss die Box noch würfeln. Ja. Mein Gott, wenn man alles selber machen muss ohne Meeple Queen. So, die Box sagt 2. Das ist Quatsch. So, wir machen den Chat aus und jetzt, das ist die klassische Brettspiel-Café-Frage. Natürlich kriegt der Chat einen Punkt, Silke Mirko einen Punkt und Oliver einen Punkt. Die Box hat verkackt. Es ist tatsächlich eine Farbe und es ist grün. Also Villa Paletti hat ja die 4 Standardfarben, gelb, rot, grün, blau. Und bei Minara gibt es kein Grün, dafür noch Schwarz und Weiß im Grundspiel. Und dann halt Gold in der Erweiterung noch. Das ist doch schon mal gut, oder? Mhm. Mal vor dem Stein. Bitte ja, jetzt brauch Fragen zu spielen, die wir auch kennen. Okay, ja, ich weiß nicht, ja, die kennt ihr immer alle nicht. Machen wir mal noch, dann kommt jetzt die Monopoly-Frage. Es ist klar, es muss immer eine Monopoly-Frage dabei sein. Oh yeah. Und hier kommt die Monopoly-Frage für euch. Und zwar, wie viele Aussagen zu Monopoly stimmen nicht? Also ich bringe jetzt 4 Aussagen und ihr müsst rausfinden, wie viele stimmen nicht. 0, 1 oder 2. Also Aussage Nummer 1. In der Schweizer Version gibt es unter anderem Berg- und Schwebebahnen als Bahnhofsfelder. Die zweite Aussage ist, ein Game-Monopoly wurde verboten und ist nicht mehr offiziell erhältlich. Die dritte Aussage ist, in der ersten deutschen Version von 1936 war Insel Schwanenwerder die teuerste Straße. Und die vierte Aussage, in der Monopoly World Edition gibt es keine einzige deutsche Stadt als Straße. Puh, das ist halt eine komplexe Frage. Also Monopoly, welche Aussage stimmt nicht? In der Schweizer Version gibt es Berg- und Schwebebahnen. Das Game Monopoly ist verboten. In der ersten deutschen Version gibt es die Insel Schwanenwerder Straße. Und im Monopoly World Edition gibt es keine deutsche Stadt. Das kann ich nicht. So eine. Das vorletzte. Boah, muss ich wieder raten. Boah, Oliver, es tut mir wirklich leid, aber ich habe auch ein paar Fragen, die kannst du wissen. Echt? Zu Fußball? Zu Fußball, genau. Ich habe ein paar Fußballfragen dabei. Ich rate mal die 2. Also du sagst, 2 Aussagen stimmen nicht quasi. Ja, was meinst du, welche? Oder 2 stimmen? Ja, das kommt aufs Gleiche raus. Ja, ja. 2 stimmen, 2 stimmen nicht. Also mit der Schweiz könnte ich mir vorstellen. Okay. Und dass vielleicht damals dieses Game Monopoly damals verboten worden ist, da könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Wann war das? Hast du eine Zeit gesagt? Eine Jahrzahl? Nee, ich habe nur bei der Insel Schwanenwerder Straße gesagt, dass die erste deutsche Version 1936 auf den Markt gekommen wäre. Das ist witzig, weil wir sind tatsächlich ähnlich am Überlegen. Also die beiden ersten sagen wir auch, dass wir das vorstellen können. Bei Schwanenwerder sind wir uns uneins, aber wir Bauchgefühl und Mirko sagt auch 2. Okay, 2. Der Chat hat erstmal alles dabei. 0, 1, 2. Deswegen lassen wir schon mal die Box of Rocks ran. Da muss man nochmal würfeln. Oh. Es sind auch gemeine Fragen, muss man fairerweise sagen. Die Box sagt 0. Also sie sagt, alles wäre richtig. Der Chat ist eher so bei 1. Ich meine, ja, es gibt eine Ein-Drittel-Chance. Dann beenden wir mal den Chat und lösen mal ein bisschen auf. Also, tatsächlich ist es so, in der Schweizer Version gibt es die Bergbahn und die Schwebebahn tatsächlich als Bahnhofsfeld. Mhm.
weil die wahrscheinlich gar nicht normale Straßenbahn- oder Eisenbahnnetze in der Form haben. beim Gay Monopoly ist es tatsächlich so, dass das Gay Monopoly zwar auf den Markt kam, aber verboten wurde. Und zwar nicht, weil es ein Gay Monopoly ist, sondern ganz einfach, weil es keine offizielle Monopoly-Lizenz war und Monopoly das Ding halt verbieten lässt. Mhm. Genauso wie das Anti-Monopoly und da gibt es ja noch so ein paar andere Spiele, die einfach verboten wurden. Das hat nichts mit dem Thema Gay als solches zu tun. Ein kleiner Aufruf an Hasbro oder wer auch immer gerade die Lizenz hat, so ein Gay Monopoly könnte man oder ein Gender Monopoly, das dürfte man durchaus machen. Also wer erlaubt, glaube ich. So, jetzt wird es natürlich hart. In der Monopoly World Edition hatten sich sowohl Berlin, München als auch Frankfurt zur Wahl gestellt als beliebteste Stadt, aber unter den Top 22 Städten ist leider keine deutsche Stadt gelandet und in der World Edition ist keine deutsche Stadt auf dem Brett tatsächlich. Dafür ganz viele Ostblock-Staaten, lustigerweise Ostblock-Städte anscheinend. Und jetzt, ihr werdet es kaum glauben, aber in der ersten deutschen Version von 1936 ist tatsächlich Insel Schwanenwerder die teuerste Straße. Ich wusste es. Es stimmen alle Sachen tatsächlich und die Box hat recht. Und kurz zu Insel Schwanenwerder, weil es so traurig ist, es ist ja noch quasi Drittes Reich tatsächlich. Das heißt, das war die teuerste Ecke in Berlin, wo Goebbels tatsächlich Immobilien erworben hatte. Deswegen war das in dem Spiel noch die teuerste Fassung. Und die, die wir kennen, ist dann die nach dem Krieg 56, die rausgekommen ist. Und das ist dann die ganz bekannte mit Parkstraße, Schlossallee etc. Aber in der Vorkriegsedition war das quasi Berlin und dort lustige Straßen. 37 Zuschauer, danke BoardGameB. Tja, harte Fragen. Jetzt brauchen wir eine Frage für den Brettspiel-Teddy. Jetzt pass auf. Ja. Teddy, ich habe eine Frage, die kannst du besser beantworten als, Würfel und Zucker, wenn ich sie finde. Und zwar, wie viele Videos hat Brettspiel-Teddy bisher auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht? So, Oliver, jetzt wird's spannend, ob du das selber weißt. Achtung, wir haben als Antwortmöglichkeiten 101, das ist die 0, 111, die 1 oder 121, das ist die 2. Also 101, 111 oder 121. Das ist richtig ärgerlich. Ich war vorhin gerade noch im Kanal drin. Das hätte ich ja theoretisch sehen können. Ne? Ist nicht schlimm, ich weiß es selber nicht. Aber ich kann es jetzt ausschließen, ja. Jetzt musst du überlegen, ich mache im Schnitt 7 Videos pro Tag und 3 pro Stunde und hoch 4. Ja. Zumal ich ja viele auf privat noch hochgeladen habe. Ja, ich hoffe, dass du heute nicht noch, also du hast heute Morgen ein Video hochgeladen, das ist mitgezählt tatsächlich. Der Chat ist schon sehr bei 111, schon mit 4 Votes. Ja, dann weiß ich ja, glaube ich. Nachgeguckt und nachgezählt. Die schauen jetzt alle nach, oder? Sie denken sich Schnapszahl 111, aber das müsste man ja wissen. Meeple Queen, die Frage war, wie viele Videos hat Brettspiel-Teddy bisher auf YouTube öffentlich stehen? 101, 111 oder 121? Das wäre quasi eine Überlegung, das müsste man ja. Nee, aber die Anzahl der Videos, das weißt du nicht. Keine Ahnung. Nee, das wird denen nirgendwo eingezeigt, glaube ich. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich wusste auch nicht, also, wie viele Videos wir haben. Ich hatte das letzte Mal, die Meeple Queen hat mir mal so eine Frage gestellt, keine Ahnung, wie viele Abonnenten mir noch zur 500 fehlten oder so. Und das ging dann live relativ krass ab, weil natürlich der ein oder andere nochmal deabonniert, der nächste wieder abonniert. War ein ganz schöner Kampf, bis die Zahl rauskam, die ich brauchte. Keine Ahnung, wir würfeln auch. Haben wir einen genau, habt ihr einen Würfel da? Komm, hier, können ja hier, mach mal W3. Witzig. Wir machen auch die Box of Rocks hier. So, Oliver, jetzt kannst du dich richtig blamieren, wenn du deinen eigenen Kanal nicht kennst. Was tippst du? 2 ist 0. Weil ich tippe? Ja, was tippst du? Ich hatte vor einiger Zeit irgendwie eine Mail, herzlichen Glückwunsch, die haben 100 Videos hochgeladen. Da kann ich mich nur dran erinnern. Okay. Aber wie viel kam jetzt danach? Also das heißt, aber dann könntest du ja theoretisch die 101 fast, oder kannst du nicht ausschließen, weil du sagst, gestern kam die Mail, heute habe ich eins hochgeladen. Doch, kann ich ausschließen. Ich gehe mal von 111 aus. 111. Oh, so viele? Krass. Der Chat sagt auch 111. Finde ich krass. Also ich habe 56. Unser Zufallswürfel hat auch 111 rausgewürfelt. Okay, alle sagen 111. Dann schauen wir, was die Box of Rocks sagt. Die sagt auch 111. Und da muss es ja stimmen, ne? Also, Oliver, was du jetzt nach dieser Sendung tun musst, ist natürlich dein Dankesposting abfeuern, dass du 111 Videos hochgeladen hast. Ach, tatsächlich. Das musst du schon abfeiern. Das heißt, jeder kriegt einen Punkt. Genau, 111 Videos. Finde ich schon relativ viel, Telly.
Da müssen wir nochmal über deinen Output reden. Meins Würfel und Zucker hat wahrscheinlich 500 oder, na, reicht wahrscheinlich gar nicht. Ihr habt so viele Erklärvideos tatsächlich. Aber wenn wir uns überlegen, was wir so an Mengen, also an Laufzeit haben, ne? Da haben wir ja ordentlich nachgeholt seit Dezember. So jeden Sonntag 6 Stunden, das läppert sich. Ja, ich wollte gerade sagen, also genau, aber damit kriegst du ja auch deine 4000 Sehstunden relativ schnell zusammen, die YouTube ja möchte, dass du da Affiliate-Partner bist. Die kriege ich nämlich nicht zusammen, lustigerweise, dass man meine Videos schon 4000 Stunden gesehen hätte. Ich gucke bei 3000 Stunden oder so rum. Ihr habt allein 200 Zuschauer, die sich das 4 Stunden angucken. Das heißt, ihr macht an einem Wochenende 800 Stunden Videocontent. Geil. Ja, wir müssen aufpassen. Es ist dann bald 21 Uhr. Dann bringe ich die Würfelbecher raus noch schnell und dann hören wir auf. So, ein typisches Flohmarktspiel, ein typisches Brettspiel-Café-Spiel, um mal wieder Silke und Mirko zu helfen. Und zwar bei dem wunderbaren Spiel Der Würfelkönig. Wie viele Würfel trägt denn der König an seinem Körper? Ach, das steht bei euch im Regal, ja. Aber steht es denn aufrecht? Wenn ich umdrehen würde, könnte das klappen. Du meinst ganz oben, ne? Der Würfelkönig. Corona. So, Oliver, das schon mal gespielt. Den Würfelkönig? Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Von Haber ist der, ne? Ja, kann man super empfehlen. Also kein Kniffel, kein Blaspielen, spiel lieber Würfelkönig oder King of Tokyo. Ja, King of Tokyo habe ich schon gespielt, das ist cool. Ja. Der so. Würfelkönig. Ich glaub, genau. Ich denke bei dem Würfelkönig ja immer so an, keine Ahnung, so an Werner Beinhardt. Ich trägt auch Ohrringe. Wer für eins? Ich glaube, ich wäre irgendwie für eins. Bestimmt so einen in der Krone. Ja, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Wir sagen eins. Ja, ich wurde tatsächlich von der Meeple Queen damals gefragt, wie viele Würfel sind im Würfel- und Zucker-Logo und habe es versemmelt. Hallo? Ja, ich wusste es nicht. Ich habe, glaube ich, sogar null gesagt. Aber wie viele Würfel sind was? Im Würfel- und Zucker-Logo. Das. Und ich glaube, ich habe sogar null gesagt, weil ich gesagt habe, ich fände es witzig, wenn da gar keine Würfel drauf wären. Ja, ich rate mal, ich habe das Cover schon mal gesehen. Ich sag mal, der hat einen in der Hand und einen am Kopf. 2. Okay, du sagst 2. Silke und Mirke haben 1 gesagt. Der Chat ist sich komplett uneins. Wer ist denn der Gurkenkönig? Ja, da ist das Haber-Spiel. Jetzt fällt es halt leider auf. Schauen wir mal, was die Box of Rocks noch sagt. Aber inwiefern zählen die? Die zählen nicht, die da so rumfliegen. Aber so die Box sagt tatsächlich kein Würfel. Der Chat ist auf 2 gegangen. So, und jetzt Silke, du kannst selber auflösen. Was ist die richtige Antwort? 1. Ja, aber ich habe gesagt, wie viele trägt der? Und was trägt er noch in der Hand? Ach, du liebe Zeit. Der Stab, ja. Ah, der hat ein Zepter, ein Würfelzepter tatsächlich. Das heißt, sowohl Chat als auch Oliver als auch Stein. Jetzt endlich mal, wir müssen ja alle gegen Würfel und Zucker spielen. Ja, sehr gut. So, dann direkt weiter zur nächsten Frage, oder? Seid ihr heiß? Aber der Stein hat natürlich doch 0 gesagt, oder? Ach stimmt, ja. Der Stein hat 0 gesagt. Sorry. Verliert direkt einen Punkt. Du passt ja richtig auf. Du wolltest nur gucken, ob ich da auch rückwärts drücken kann bei der Anwendung. Genau, geht, ja. Geht, ganz schön aufwendig. Eine wunderbare Frage. Ich dachte, vielleicht ist Rita Model im Chat. Aber wenn man Rita Models Name 3-mal sagt, dann kommt sie auch in den Chat. Rita Model, Rita Model, Rita Model. Und zwar das wunderbare Spiel King of 12. Welche Karten gibt es nicht bei King of 12? Den Golem, den Parasiten, den Zwerg, das Orakel. Also welche Karten gibt es nicht bei King of 12? Wir reden übrigens von der Grundversion ohne irgendwelche Promos. Also, wie viele ist die Frage? Oder? Genau, wie viele? Also ich habe 4 Karten genannt. Golem, Parasit, Zwerg, Orakel und was weiß ich, wenn ihr glaubt, keine Ahnung, den Golem gibt es nicht, dann sagt ihr 1. Oder wenn ihr sagt, die gibt es alle, sagt ihr 0 und so weiter. Wer soll anfangen? Oliver, möchtest du anfangen? Kann ich machen. 1. Der Zwerg, den gibt's nicht. Das ist korrekt. Das sehen wir auch so, ja.
Der Chat hat noch nicht mal geantwortet. Der fängt schon mal an mit der 1. Wir geben mal so ein bisschen Gas. Ich merke, dass mein Internet heute nicht das Schönste ist. Ich hoffe, bei euch ruckelt es nicht so sehr. Hier hält es noch. Ich glaube, das liegt daran, weil meine Frau nicht da ist und die Kinder sitzen oben und streamen wie wild YouTube. Der Klassiker. Klauen mir die Bandbreite. So, die Box sagt auch 1. Der Chat sagt einstimmig 1. Da habe ich euch eine viel zu einfache Frage serviert. Wird nicht nochmal vorkommen. Aber ja, der Zwerg ist nicht Teil von King of 12. Dafür gibt es den Golem, den Parasiten, das Orakel, die Maschine, den Ritter. Das ist viel zu einfach. Jeder kennt King of 12. Genau. Ja. Okay, dann müssen wir es ein bisschen komplizierter für euch machen. Ja. Pass auf, dann jetzt mal eine Frage. Bild ruckelt etwas. Okay, ich kann leider nichts ändern, außer meinen Kindern verbieten, das Internet zu benutzen, was dann bedeuten würde, sie sitzen hier. Ach, wir halten es durch, wenn ihr es durchhaltet. So, jetzt habe ich eine wunderbare Frage, weil das Spiel kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil es noch nicht auf den Markt gekommen ist. Das kommt erst. Und zwar ist es die wunderbare Frage, ab wie vielen Spielern lässt sich das Spiel So You've Been Eaten spielen? Ab wie vielen Spielern ist das Spiel So You've Been Eaten spielbar? 0, 1 oder 2. Wer So You've Been Eaten nicht kennt, das ist ein asymmetrisches Spiel, wo ein Astronaut quasi, glaube ich, Diamanten schürft im Bauch von irgendeinem so Weltraummonster und das Weltraummonster gleichzeitig versucht, den Astronauten zu verdauen. Und das spielt man gegeneinander und versucht quasi schneller Diamanten zu schürfen, als man verdaut wird. Aber 0 ist doch eigentlich Quatsch, oder? Ja, wenn du das sagst. Also 0, 1 also, oder 2 Spieler. Ich überlege gerade, ja. Zu 0 zu spielen, Spiel ist ja nicht gar Also kein. Der Chat sagt bisher 0 tatsächlich. Ab 0 Spielern wäre das. Sagen wir auch. Sagt ihr auch, ihr sagt auch 0. So, Oliver, jetzt gehst du gegen den Chat. Auch 0. Nee, sagst du auch 0? Ja, das ist jetzt ja langweilig, einfach sagen, ich spiele jetzt immer, ich sage immer das, was die anderen sagen und fahre gemütlich die 10 nach Hause. Es kann eine Taktik sein. Okay, dann schauen wir, was die Box sagt. Die Box sagt ab 2 Spielern. Und tatsächlich ist es so, man wird es kaum glauben, also sehr gut vom Chat und auch von euch. Das Spiel ist ab 0 Spielern. So steht es auch offiziell bei BoardGameGeek. Ich weiß gar nicht, ob die ihre Datenbank umprogrammieren mussten, damit das überhaupt technisch geht. Aber dadurch, dass es ein Autoner oder quasi, dass halt quasi das Monster solo spielen kann, aber auch der Astronaut, kann man die auch beide solo spielen lassen und sich das einfach nur angucken. Damit haben die halt auch quasi Werbung gemacht für ihren Kickstarter, dass das das einzigste Spiel ist, was man zu 0 spielen kann. Fast so wie LMAA, wie wir alle wissen aus dem Better Board Games Video, auch das ist ab 0 Spielern. Auf jeden Fall. Ja, damit habe ich euch schon mal nicht gekriegt. Schade. Zu einfach immer noch. Dann müssen wir es wieder ein kleines bisschen komplizierter machen. Und zwar machen wir jetzt tatsächlich eine Frage, wo das Würfel und Zucker ein bisschen im Vorteil ist. Und zwar geht es um den Würfel und Zucker Vorspann. Und zwar folgende Frage. Wie viele dieser Spiele werden nicht im Intro vom Würfel- und Zuckervorspann gezeigt? Guck das doch. Achtung, jetzt zähle ich 4 Spiele auf. Und zwar Doble, Carcassonne, Codenames, Terra Mystica. Wie viele dieser 4 Spiele werden nicht im aktuellen, sage ich mal von mir aus, Intro des Würfel und Zuckers auf YouTube gezeigt? So, der Mirko ist schon kurz am Gucken auf YouTube. Was habe ich da nochmal für ein Intro gehabt? Ich gucke auf meine Hände, mit denen ich so überlege, das und das und das. Genau, also wir haben Doble, Carcassonne, Codenames und Terra Mystica. Ich glaube, wenn ich Catan genommen hätte, wäre es zu einfach gewesen. So, Oliver, jetzt kannst du mal raten. Ja, 2 würde ich sagen. Okay, wen glaubst du? Carcassonne und Doble. Wird gezeigt oder nicht gezeigt? Wird gezeigt. Wird gezeigt, okay. Kein Codenames, kein Terra Mystica. Der Chat ist übrigens komplett auf 1. Ja, die gucken nur so als Tipp unsere Videos und finden den Einspieler so toll. Ja. Nee, es ist tatsächlich nur 1, es ist nur Codenames. Genau. Achso, wir müssen aber, jetzt hast du schon verraten, aber wir machen noch schnell die Box of Rocks. Aber die hat, jetzt hat er die einen Vorteil, die hat es gehört. Ja, ja. So, also der Chat kriegt auf jeden Fall den Punkt.
das Würfel und Zucker Oliver da leider daneben geraten, aber es wird eine enge Kiste. Der Chat führt auf jeden Fall, aber der Chat ist auch außer Konkurrenz, also keine Sorge. Das ist einfach, das kann ja jeder. Ich hätte es übrigens nicht gewusst, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe es mir so oft angeguckt. So. Jetzt eine wunderbare Frage. Die Statistik, auf die das beruht, ist von 2020 tatsächlich. Also neuer geht die Daten nicht. Und zwar eine wunderbare Frage. Und zwar, wie viele Prozent der deutschen Familien spielen mehrfach pro Woche Gesellschaftsspiele? Wie viel Prozent der deutschen Familien? Und als Antwort haben wir tatsächlich nicht 0, 1 oder 2, sondern 0,5 für 5%, also 0, 15, also 1 für 15% oder 25, das ist die 2 für quasi 25%. Also 0 ist 5%, 1 ist 15, 2 ist 25% der deutschen Familienhaushalte. Spielt mehr als einmal pro Woche ein Gesellschaftsspiel. Und mehr als einmal Familien sein oder Haushalte? Also, es sind Familien gefragt. Wenn er jetzt ein Single worden sitzt und spielt, zählt er nicht mit. Es müssen Familien tatsächlich sein. Die Gesellschaft, aber Gesellschaftsspiele auch. Also das heißt, wir reden dann nicht über spielt Fußball im Garten oder so. Gibt's auf Statista zum Nachgucken, notfalls, wenn es einer überprüfen möchte. Kleinste Zahl war 5%, sagst du, ne? Genau, 5%, weil da die 0 vorne ist, 15, dann ist die 1 vorne. Und 25 ist die 2 vorne. Wir haben 100 Brettspielerfamilien gefragt, genau. Ja. Also 5, 15 oder 25%? Auf jeden Fall zu wenig, da sind wir uns einig. Ja, ich nehme auch die kleinste Zahl. Nimmst du die kleinste Zahl? Ja, nimmst du 5%. Das sind 4 Millionen Menschen. Ja, wenn das alles Familien sind. Es fehlen ja nur Familien. Ja, ja. Genau. Ach so, also wahrscheinlich sind das dann nur die Hälfte und dann haben die natürlich meistens auch Kinder. Das heißt, das würde schon auch drunter fallen natürlich, dass man seine Kinder die Woche, ein Brettspiel gesagt, spielt, ne? Oder so. Also es geht genau, um die Anzahl Familien, also die Prozentanzahl der Familien. Genau, also von 100 Familien, wie viele spielen mehr als einmal die Woche Gesellschaftsspiele? Ich kenne nur welche, die spielen. Ich kenne wenige. Also, der Chat ist bisher bei 5% und ein bisschen bei 15, kein Ausschlag bei 25 bisher. Ja, aber die Umfrage ist von 2020, also vor der Pandemie quasi. Ja, oder mittendrin. Und dann besonders. Ist es von Anfang 2020 oder von Ende? Kann ich dir nicht sagen, tatsächlich. Macht, glaube ich, einen Unterschied. Ihr macht sicher einen Unterschied, wobei. Ja, ich glaube, dass es sogar noch, also ohne jetzt zu sagen, dass das einen Einfluss auf die Prozentzahl hat, ich glaube, dass das sogar ohne Pandemie so ist, weil sich das anscheinend noch nicht so stark verändert hat in den Jahren auch, der Einfluss. Aber ich würde eher, ich glaube bei 15, ich habe noch Hoffnung für die Menschheit. Ja, ich bin auch optimistisch, wir gehen da optimistisch ran und sagen 1. Okay, das ist die 15. Oliver hat sich schon für die 5 festgelegt. Der Chat auch auf der 5. Und jetzt schauen wir, was die Box of Rocks macht. Die sagt auch 15. Und ihr werdet es kaum glauben, es sind tatsächlich 25%. Was? Ich meine, das ist schön, aber... Gelogen, die lügen doch alle. Genau. Und ich glaube auch, dass die einfach lügen auf die Frage, wie oft sie spielen, weil gleichzeitig habe ich mir auch angeguckt, dass inzwischen das Internet auf Platz 1 der Freizeitbeschäftigung in allen Altersklassen ist, auf Platz 2 Fernsehen, auf Platz 3 Handy. Wir alles das Gleiche. Und ich habe geguckt, in den Top 10 hat niemand Gesellschaftsspiele, wenngleich... die ältere Generation in den Top 10 der Freizeitbeschäftigung hat die Gedanken fliegen lassen, tatsächlich in den Top 10, während die Jugend drin hat, morgens ausschlafen. Als Lieblingsfreizeitbeschäftigung, dann weißt du auch, was Sache ist. Ich kenne dann die anderen 75%. Damit ich noch mehr Brettspiele schaffe. Ja, dann müssen wir wieder ein bisschen so eine lustige kleine Brettspielfrage machen. Und zwar, jetzt wird's lustig. Und zwar das wunderbare Spiel, ich kann es, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen, Reichhold von Uwe Rosenberg. Haben gar nicht so viele gespielt. Aber die spannende Frage ist, wie viele Gemüsesorten aus Reichhold gibt es nicht bei Punktesalat? So. Ach so. Ich weiß gar nicht, Oliver, hast du Reichhold gespielt?
Nee, ich habe es hier stehen. Punktesalat habe ich gespielt. Ich habe aber Reikold tatsächlich schon ausgepöppelt und mal angepackt. Und ich habe gesehen, ja, dafür Gemüse, aber... Genau, das ist es ja alles in Holz, das Gemüse. Ja. Genau, jetzt musst du überlegen, was da für ein Gemüse drin war. Danke, ihr im Chat steht schon, Reikold ist ein Fall für die Feuertonne. Ja. Genau, ein Spiel für eine einsame Insel, man muss ja auch ein Feuer machen. Das Holz brennt ja gut dann. Ja. Boah, also gute Salat. Nur vier. Aber gibt es denn auch Tomaten, ja, wo ja zwei Dinge wissen, das ist schon gemein die Frage. Es ist, aber Punktesalat, glaube ich, hat jeder schon mal gespielt, aber da stehe ich auch immer davor und weiß nicht, ist da Gurke dabei oder nicht? Ist jetzt Ding dabei oder nicht? 100%. Also wie definierst du eigentlich, also meinst du, also können wir nochmal über Gemüse reden? Ja, bitte, können wir. Weil, also redest du wirklich von Gemüse oder redest du Anzahl der anbaubaren Ressourcen? Okay, ja, dann, wenn du das so sagen willst, dann ist es die Anzahl der anbaubaren Ressourcen, da in Reikold auch etwas drin ist, was man zwar als Gemüse bezeichnen kann, aber auch nicht. Ich glaube, auch definitionsmäßig ist, glaube ich, auch zum Beispiel eine Tomate gar kein Gemüse, sondern Obst und so Geschichten. So ist es aber nicht gemeint. Ja, genau. Okay. Sie denn bei? Also Boardgame Bee will nochmal die Frage wissen, und zwar, welche Gemüsesorten oder anbaubaren Rohstoffe aus Reikold von Uwe Rosenberg gibt es nicht bei Punktesalat? Wie viele? Muss nur die Zahl wissen, kann man also raten, muss noch nicht mal wissen, was für ein Gemüse oder Gut das ist. Ich lass mal doch mal Silke und Mirko ran, ihr müsstet es ja eigentlich wissen. Ich denke mal, ihr habt beides bei euch. Sagen wir. Zwei, sagt ihr. Der Chat ist eher bei 1. Oliver, jetzt musst du dir auch was überlegen. Ich hätte jetzt auch 1 gesagt. Ich weiß jetzt, kann mich nur noch an die Tomaten erinnern. Ne? Die gab es bei Reiko und die gibt es ja auch bei Punktesalat. Ja. Das heißt, aber die Frage ist tatsächlich, gibt es nicht, ist die Frage. Wenn dir nur 1 einfällt, dann müsstest du 3 sagen und das ist definitiv falsch. Ach so. Also, wenn du sagst, Tomate gibt es bei beiden, dann hast du schon 1 gefunden, dann müsstest du noch ein 2. finden, dann kannst du schon mal mindestens 2 sagen. Ja, dann sag ich 2. Sagst du 2? Okay, der Chat ist noch auf 1. Schauen wir, was die Box of Rocks so sagt. Die sagt auch 2. Und der Chat ist echt ein Loser, muss man sagen. Denn 2 ist tatsächlich richtig. Pilze also, und Blumenkohl. Genau, Pilze und Blumenkohl gibt es bei Reikold. Die gibt es bei Punktesalat nicht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Matthias Natsch, der uns das letzte Flohmarktpaket mit den Holzmaterialien von Reikold als Füllmaterial geschickt hat. Deswegen war das sehr präsent, welche Gemüse es in Reikold gerade gibt. Genau, wer noch mehr über Reikold wissen will, ist total einfach. Am 20. hier auf diesem Kanal ist mein sogenannter Gurkenflohmarkt. Da ziehen ein paar Spiele bei mir aus. Reikold zieht hier auch aus. Aber mal eine andere Geschichte. Haben. Hast du gesehen, dass es demnächst Brettspiel-Puzzle gibt? Ja. Also Puzzle-Cover, also Cover, die man puzzeln kann. Und da ist Reikold dabei. Das habe ich sehr gefeiert. Ja. Also wahrscheinlich als Puzzle vielleicht sogar besser als Spiel. Wobei das Spiel war nicht so schlecht. Aber ich sage jetzt mal, von Uwe Rosenberg gibt es halt einfach eine riesige Auswahl an viel besseren Spielen, muss man sagen. Und das Schönste war irgendwie noch das Material. Ich kann mich an das Spiel fast gar nicht mehr erinnern. Naja. Da finde ich Punktesalat auf jeden Fall schon mal besser. Hast du vor den Toren von Loyang mal gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich das deutlich bessere Reikold. Okay. Also deutlich besser. Okay. Das heißt jetzt ja nicht. Das ist ja wie, wenn man sagt, keine Ahnung, Nova Luna. Ja, das bessere Monopoly, genau. Das ist aber, genau, das Gamer-Monopoly ist ein gutes Monopoly. Mal auch, dann mach halt gleich ein neues Spiel draus. So. Jetzt mal was für die Säufer unter uns. Und zwar beim wunderbaren Spiel Viticulture. Ist jetzt sogar egal, ob Essential Edition oder das normale Spiel. Wie viele Weinflaschen sind denn dort auf dem Cover? 0, 1 oder 2 Weinflaschen bei Viticulture. Jetzt kommt der Säufer in euch durch. Nee, ich bin Spieler, deswegen ist der Deckel ja nie zu sehen. Genau, das denke ich mir auch jedes Mal. So, Viticulture. Oliver, habe ich jetzt schon wieder ein Spiel erwischt, was du noch nicht gespielt hast? Doch, Viticulture habe ich gespielt. Ich spiele es immer sehr gerne, aber das Cover.
Ich habe es tatsächlich noch umgespielt im Schrank, weil es so lange nicht verfügbar war. Jetzt ist es da und jetzt bin ich noch nicht dazugekommen. Ah, das lohnt sich, das ist ein richtig schönes Spiel. Ja, denke ich auch. Aber ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Flasche da drauf ist. Ich kann es ja mal holen, dann können wir es dann sogar noch in die Kamera halten. Tolles Spiel. Halt mal in die Kamera. Das ist super. Soll ich es jetzt in die Kamera schon halten? Genau. Ja, bitte, sehr gerne. So, also der Chat ist sich total einig jetzt nicht mehr. Also der Chat war extrem auf null Flaschen unterwegs. Ich glaube auch, dass da keine Flasche drauf ist. Ich kann mich da nicht erinnern. Wir sind auch bei null. Alle bei null. Schau mal, die Box of Rocks macht auch null. Ja, Mrs. QL schreibt ja schon im Chat, die Frage kennt sie irgendwo her. Genau, die ist von dir, hätte ich jetzt gleich auch dazu gesagt. Das ist die einzige Frage, die nicht von mir ist. Die habe ich mir von dir geklaut, weil ich die sehr gut fand. Box of Rocks sagt auch null. Alle sagen sie null. Dann halten wir es mal hier hin. Hier haben wir Viticulture, hier wird schön brav der Traubensaft gemacht, aber ihr könnt gucken, wo ihr wollt. Es gibt leider oder Gott sei Dank keine Weinflasche auf dem Cover. Dann ist nur das Trauben. Ja. So, das heißt, Punkte für alle. Punkte für den Chat, Punkte für euch, Punkte für die Box. Oh, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hallo Senator TV, grüß dich. So, wie viele Weinflaschen? Das war jetzt also für die Trinker. Jetzt vielleicht mal eine andere Frage. Und zwar mal eine Friedemann-Friese-Frage. Also eine fiese Frage auf gut Deutsch. Ich könnte ja später auch. Friedemann sind nicht grün. Genau. Ja, Wucherer in der Amigo-Edition so ungefähr und Megastar. Das sind ja, zwei. Ja, fallen tatsächlich mehr als zwei ein. Ja, genau. Aber. Genau, wie heißt sein Verlag? 0F, 1F oder 2F? So, also, hier kommt also die Frage. Und zwar bei dem Spiel Feierabend von Friedemann Friese. Wie viele Münzen weniger werden weibliche Arbeiter bezahlt? So, Feierabend, Friedemann Friese. Wie viele Münzen weniger erhalten denn weibliche Arbeiter in diesem Spiel? So, 0, 1 oder 2? Jetzt wird es sogar politisch, siehst du mal, Oliver. Ja. Ich glaube, zwei waren es. Ist auch ein sensationell gutes Spiel, muss man tatsächlich sagen. Ja, ist sehr lustig. Ja, und auch super ausbalanciert für 2, 3, 4 Spieler. Ist gut gemacht. So, Silke, Mirko, ihr guckt schon so, als wüsstet ihr es. Wir sagen null. Ja. Okay. Der Chat ist extrem auf 2 übrigens. Meeple Pete gerade hier auch schon mit der 2. Siehst du, jetzt kommt die Hunter und Friends geballte Ladung. Ihr sagt wirklich 0. Ja. Die Männlein-Weiblein-Sache war, wenn ich mich recht erinnere, irrelevant. Also es ist einfach nur 2 verschiedene Meeple-Formen, aber fürs Spiel nicht von Relevanz. Außer, dass die weiblichen Miepel dicker waren. Ist dir das aufgefallen? Da hätte man sich auch beschweren können. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man sich über schwarze Würfel als Worker beschwert, müsste man sich eigentlich auch über die dicken weiblichen Miepel beschweren. Ich kann mich auch nicht an den großen Aufschrei der Szene erinnern. Also es ist mir auch nicht aufgefallen. Wir haben es jetzt auch erst einmal, glaube ich, gespielt. Aber ich glaube, es wäre uns aufgefallen. Wir sagen tatsächlich null. Okay. Man kann doch mit der Gewerkschafter irgendwas verändern, ne? Dass er ja, der Meeple Pete schreibt schon, wie viel hast du geskillt? Die Frage wäre nicht richtig. Jetzt schauen wir mal Box of Rocks. Die sagt 1 und tatsächlich, man glaubt es kaum, kein Aufschrei, denn man kann es skillen, aber tatsächlich ist es so, man bekommt jede Runde, glaube ich, 5 Münzen oder so im Basisspiel, aber bekommt direkt 2 Münzen abgezogen für die weiblichen Arbeiter, weil die unterbezahlt werden, tatsächlich. Und ja. Danke Strawberry Bryos für dein Follow. Und dann kann man quasi mit der Gewerkschaft dafür streiken und kann dann irgendwann auf gleichen Lohn kommen tatsächlich. Aber es fängt erstmal damit an, dass die nicht gleich bezahlt werden und man quasi 2 Münzen Abzug erhält. Ist ein bisschen so wie mit der Wochenarbeitszeit, die ist auch bei 80 Stunden oder irgendwas, muss man dann halt auch für streiken, bis man die... Oder mit der Gewerkschaft sympathisieren. Also ein echt witziges Spiel tatsächlich. Kann ich auch jedem empfehlen. Oh, noch ein Follow. Danke, Senator TV. Super. Oh, jetzt wird's aber eng. Der Oliver, dafür, dass du keine Ahnung von Brettspielen hast, scheinst du Glück zu haben. Ja. Also jetzt glaube ich, das ist eine Frage, wenn die Mirko nicht weiß,
Ah, dann no pressure. Machen wir es falsch. Und zwar, ja, weil es ein Stefan-Feld-Titel ist. Also, oh, danke sehr, danke sehr. Ein Abo ist gekommen von Daniel. Da explodiert hier immer gleich mein Computer. Danke dir fürs Abo. Falls ihr das auch machen wollt, das ist ein sogenanntes Prime-Abo. Kostet euch kein Geld, wenn ihr Amazon Prime habt. Einfach Amazon Prime mit Twitch verbinden, kriege ich ein paar Euro tatsächlich dafür, dass ihr das macht. So, jetzt die tolle Frage. Stefan Feld, habe ich schon gesagt. Oh, da kommt gleich das nächste Abo. Danke, Senator TV. Ja, so will ich das. Komm, machen wir ein bisschen Pause. Einfach, schmeißt einfach ein bisschen Geld rein, genau. Also, zur Frage. Es geht um das wunderbare Spiel Bonfire. Und die Frage ist tatsächlich, Bonfire heißt ja auf Deutsch Lagerfeuer. Wie viele Lagerfeuer sind denn auf dem Cover von Bonfire? Guck dich denn die Cover an. 0, 1, 2. Ja, es ist wieder eine Coverfrage. Don't judge a book by its cover. Aber im Spiel Bonfire, wie viele Lagerfeuer sind da auf dem Cover? Ist auch noch ein Spiel bei mir auf dem Pile tatsächlich. Noch nicht gezockt bisher. Ja. Aber Lust drauf, es zu spielen. Tatsächlich. Oder ist nur die Dame? Ja, da steht die besondere Frau, ne? Die hat die Arme genau. Auseinander. Aber ja, steht die vor dem Feuer oder nicht? Oder steht die im Scheiterhaufen, oder hat die zwei? Feuer drüber? Boah. Ah, das ist natürlich die Frage. Oh, danke, Senator TV. Wie die Meeple-Porn-Jungs bekommen diesen Monat nichts. Na, das kannst du doch nicht machen. Du musst doch denen auch mal ein bisschen was da lassen. Ich sag mal, die hat eine Flamme oben. Jedenfalls hat die über den Kopf gehabt. Ja. Und da war nämlich noch Platz. Sie steht am Boden und dann war nämlich oben noch ein bisschen Platz. Jedenfalls war da drüber. Aber ob das jetzt ein Feuer war, irgendwie. Jedenfalls hat er rausgeschieden, so meine ich aus dem Kopf. Ja. Wir sagen auch eins. Der Chat sagt 0 und 1. Dann schauen wir mal, was die Box of Rocks so sagt. Die sagt auch 1. Oh, jetzt kommt der Chat noch mit der 0. Da warten wir noch schnell. Oh, der Chat geht voll auf die 0. Und es ist tatsächlich so, ihr werdet es nicht glauben, aber da ist kein Lagerfeuer auf dem Cover. Die hat über sich nur so eine Kugel, die scheint. Ja, aber das sind doch die Bonfire. Ja, das ist doch genau. Frei. Aber das ist doch kein Lagerfeuer. Es war doch die Frage, wie viel Lagerfeuer sind da auf der Cover. Das war nicht korrekt. Cover. Wir wollen eine Sachfrage, die zählt nicht. Das ist schon ein Feuer, was die da beim Kopf haben. Ja, das ist das Bonfire, was da beim Kopf hat. Ja. Bonfire und Bonfire ist nicht unbedingt Lagerfeuer. Ja, die hört auch gleichzeitig die Band Bonfire. Reingefallen. Ja. Okay, es ist eine Fangfrage. Gut, dann kriegt ihr eine neue Frage. Ist ja kein Problem. Dann nehmen wir das wunderbare Spiel Dune Imperium. Oh, wow. Oh, yeah. So. Und zwar, aber wie viel. Machen wir wie. Jetzt machen wir wieder die Coverfrage. Ah, steht das bei dir im Regal? Ich kann es hier direkt stehen, ja. Oh, das. Ja, ich stelle sie trotzdem. Und zwar, wie viele Tiere sind denn auf dem Cover von Dune Imperium drauf? 0, 1 oder 2? So. Zu spät, zu spät. Ich sehe selber gar nicht. Wie viele Tiere jetzt sind denn auf dem Cover von Dune Imperium? Man muss mir mal überlegen, ob das. Ich würde einen Wurm als Tier zählen. Auch. Das Alex, kannst du dann in die Kamera halten, dein Dune Imperium, Oliver? Da ist aber Folie drauf, der blendet bestimmt. Das wird so am Wochenende gespielt werden jetzt. Tja, wie viele Tiere sind da auf dem Cover? Ich glaube, es sind nur Planeten drauf, oder? Boah. Oder ein Tier. Also ich würde nur sagen, auch kein. Ja, ich meine auch, da sind irgendwelche Planeten, so braune Planeten drauf. Ah, Selçuk ist da. Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik. Grüß dich. Wir sagen null. Ja. Außer es ist wieder eine Fangfrage und das Logo vom Vertrieb hat ein Tier drin oder so. Oder der eine Planet ist ein Kugelfisch oder sowas. Oder das ist super klein, sodass wir es nicht erkennen können. Ich habe mein Fernrohr jetzt gar nicht dabei und da hängt irgendwie so ein kleiner. So ein Wurm. So ein Wurm, ja. Genau. Ja, wir sagen trotzdem null. Ja, wir sagen also null. Okay, also ich kann nur sagen, die Meeple Queen hat die Fangfrage mal gestellt, wie viele Tiere sind auf dem Cover von Blood Rage? Was echt schwierig ist und das Krasse ist, das muss man sich wirklich angucken, das komplette Blood Rage Logo ist ein riesiger Rabe. Das fällt einem nur halt nicht auf. Das heißt, dadurch hast du halt das Tier auf der Startseite. So, also ihr sagt 0, beide. Mhm. Der Chat ist eher bei 1. Schauen wir, was die Box sagt. Die sagt auch 0. So, und jetzt Oliver, jetzt zeig's mal in die Kamera.
das Auspacking-Messer hier wegpacken. So. Machst du das jetzt auf extra für uns? Musst nein, ja das Messer lag nur da drauf. So, also wie viele Tiere siehst du da auf dem Cover? Also jetzt sehe ich nur von Logo, hinten. Ja? Oder was? Und jetzt zeig mal das Logo in groß. Ah, was ja, ist da drauf? Der Direwolf ist hier drauf. Ja, der Verlag heißt Direwolf und hat da natürlich einen Wolf auf dem Cover tatsächlich. Und der zählt schon. Das heißt, die 1 ist richtig. Es war auch eine fiese Frage. Oh, das ist ja nicht der Cover, das ist ja das Logo von dem Verlag. Genau, wenn du ein anderes Dune Imperium vom anderen Vertrieb hast, ist es wahrscheinlich nicht da drauf. Ja, wobei Direwolf wahrscheinlich, glaube ich, der Originalverlag ist. Habe ich mir gedacht. Ich habe im Internet extra geguckt. Ich habe kein Foto gefunden von Dune Imperium ohne das Direwolf-Logo. Tatsächlich. Oh, da fliegen noch ein paar Biddies. Danke, Selçuk. So, schnell nochmal 500 Bits in den Hut geschmissen. Also jetzt machen wir halt wieder eine andere Frage. Dann mal nicht über Cover die ganze Zeit. Machen wir halt mal was Straightes. Also, das sehr bekannte Schmutzspiel, wie Meepleporn immer sagt. Der perfekte Moment. Was ich übrigens gut finde. Ja, die finden das Spiel nicht gut. Ich finde aber der perfekte Moment eigentlich ein relativ cooles Spiel, muss ich sagen. So. Die spannende Frage ist, es gibt die Filmstar-Erweiterung. Und die Frage ist, welche berühmte Person oder wie viele dieser berühmten Figuren sind nicht Teil der Filmstar-Erweiterung? Und zwar haben wir Marilyn Monroe, Charlie Chaplin. Oh, jetzt sehe ich selber hier den Rest von meiner Frage nicht, sehe ich gerade. Ist ja geil, wenn es angeschnitten ist. Aber machen wir erst noch eine andere Frage. Jetzt fliegen da schon wieder BDs. Danke, Biermaster. Ich mache erst eine andere Frage. Ich sehe den Rest der Frage nicht. Dann machen wir eine andere Frage. Oh, die werdet ihr auch wieder hassen. Nur für euch. Auch hier ein tolles Spiel. Doodle Dungeon. Welche Grundstärke hat denn der Goblin bei Doodle Dungeon? 0, 1 oder 2? Und ich suche dabei die Antwort auf die andere Frage. Also Doodle Dungeon, da gibt es den Goblin. Weiß nicht, ob ihr es mal gespielt habt. Das ist ja auch so Roll-and-Ride-mäßig. Erst baut man einen Dungeon, dann tauscht man, dann muss jeder mit seinem Helden durch. Was? Flip and Fill, Entschuldigung. Ja, das sind diese Karten, die du aufdeckst und damit einträgst. Stimmt. Oh, ist ja alles das Gleiche für mich. Aber ja, ihr seid die Profis. Oh, danke sehr, danke, Meeple Pete. Auch noch ein Abo dagelassen. Für 6 Monate im Voraus. Ich mach doch nur noch 3 Monate. Danke dir, danke dir. Ich glaube, der hatte nix, oder? Mir hat auch mal hingelegt, hab die Anleitung angefangen zu lesen, dann habe ich es aber nicht gespielt. Ich rate 0 auch. Ne? Alle 0, ne? Warum sagen die alle 0? Was 0 zu 4? Ja, da war doch einer ohne Stärke, oder nicht? Ich meine nämlich auch, das einer. Was war das denn? Goblin, irgendwas? Goblin, Ork und Drachen. Und ich bin ja auf Goblin tatsächlich auch. Nee, ich bin auf Ork gegangen. Und der hatte nämlich, glaube ich, eine Grundstärke von 2. Ja. Der Drache. Senator TV fragt, warum ich nur noch 3 Monate mache. Na, ich habe für die nächsten 3 Monate 40 Livestreams angesagt. Und dann bin ich tot. Dann könnt ihr den Rest auf meine Beerdigung schicken. Nach dem Programm quasi. Ich glaube, ich bin auch verloren. Dann gehen wir diesmal nach dir. Ja. Also, der Chat ist zu 100% auf der Null unterwegs. Ja. Oliver hat sich auch schon mit Null geoutet. Ja, wir sind auch bei der Null. Und Box of Rocks sagt 1 in dem Falle. Und tatsächlich ist es so, es gibt, habt ihr schon gesagt, Goblin, Ork und Drache, glaube ich. Und es ist so, dass der Goblin zu Beginn tatsächlich eine Stärke von 0 hat. Den musst du erst leveln, damit er überhaupt was kann. Sonst bringt er dir gar nichts. So, der Chat hätte die 10 Punkte erreicht, aber das zählt natürlich nicht. Silke, Mirko, ihr seid bei 8. Die Box auf 6 schon mal besser als ihr Schnitt. Und Oliver bei der 9. Jetzt wird's ein enges Ding. Und jetzt habe ich inzwischen nachgeguckt, nämlich bei der tollen Filmstar-Erweiterung zu Der perfekte Moment. Wie viele dieser berühmten Personen sind nicht Teil der Filmstar-Erweiterung? Und wir haben zur Auswahl Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Audrey Hepburn und James Dean. Wie viele dieser berühmten Persönlichkeiten sind nicht Teil der Filmstar-Erweiterung?
von Der perfekte Moment. Noch nicht gespielt, das ist auch mir gar nichts. Vielleicht sind die auch in der Taschendieb-Erweiterung, die vier die, Leute. Ich denke, Shirley Chaplin und Marilyn Monroe gehören da nicht überall rein. Ich sag mal zwei. Du sagst zwei? Okay, wer glaubst du? Oder gerne ich denk, auch? Also dabei denke ich mal, Charlie Chaplin und Marilyn Monroe könnte ich mir vorstellen. Okay. Gehören einigen so rein. Ja. Wir sagen, wir müssen uns ja jetzt absetzen, damit wir noch hier eine Chance haben. Boden gut machen und behaupten deswegen eins und sagen, es ist nur Audrey Hepburn nicht dabei. Okay. Ob James Dean gibt's. Der steht doch immer irgendwo rum und guckt. Cool. Und guckt so, genau, der guckt so, mit seiner Lederjacke. Allerdings haben wir auch, also wir haben diese Erweiterung tatsächlich noch nicht irgendwo in der Hand gehabt oder so. Also wir haben sie auch nicht hier. Ich glaube, die braucht es auch nicht unbedingt fürs Grundspiel-Feeling irgendwie so. Ich hab sie hier, ich habe sie auch noch nicht gespielt. Ich habe auch die Taschendieb-Erweiterung. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie netten Spaß reinbringt. Keine Ahnung. Ja, der Hype-Train fährt hier gerade auch nebenher los. Ist ja auch verrückt. Also danke da alle, die hier gerade Geld gespendet haben. Twitch hat es schon gemerkt. Und wir sind trending. So, schauen wir mal, was die Box so sagt. Die Box sagt, eine Person gibt es nicht. Das wäre jetzt das gleiche wie Silke und Mirko. Der Chat ist eher auf der 2. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wen gibt es? Also ich kann erstmal sagen, tatsächlich ist es so, dass Marilyn Monroe und Charlie Chaplin tatsächlich Teil der Filmstar-Erweiterung sind. Also da, jetzt ist aber die Frage, was ist mit Audrey Hepburn, James Dean? Oh, danke sehr, nochmal 100 Biddies von Meeple Pete. Er macht den, Meeple Pete, du machst den Hype Train voll. Danke dir dafür, jetzt Hype Train Stufe 2, könnt ihr wieder Geld reinschmeißen. Ja, so funktioniert es hier, deswegen auch ab 18, das ist wie an der Slot Machine. Ihr wisst auch nicht, was gerade passiert, oder? Ihr seid zum ersten Mal bei Twitch. Ich die hab Leute keine Ahnung, ihr fliegt gerade rum die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Ja, alles entspannt. Die Leute schmeißen ein bisschen Geld in den Hut. Ach so, okay. So, jetzt also, wir wissen Marilyn Monroe, Charlie Chaplin. In der Filmstar-Erweiterung auch noch drin sind Laurel und Hardy tatsächlich. Die sind da auch Teil, die waren aber nicht gefragt. Und tatsächlich, sowohl Audrey Hepburn als auch James Dean sind nicht Teil der Filmstar-Erweiterung. Und damit, ich kann es gar nicht laut sagen, hat Oliver gegen das Würfel und Zucker im Brettspielquiz gewonnen und die sind sogar zu zweit. Das ist das Problem. Juhu, ja, Glück gehabt. Also, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Seite. Ja, krass. Ja, Oliver, also da muss man sagen, der Glück ist besser als Verstand. Musst du auf jeden Fall heute noch ein bisschen Lotto spielen, würde ich dir empfehlen. Krass. Ja, mega. Ja, ich guck kurz, aber ich hätte auch keine sehr guten Fragen mehr übrig gehabt. Also ihr habt auch ordentlich die 20 Fragen hier weggeschrotet. Oliver, ja geil. Das heißt, du reißt dich jetzt hier ein. Das Würfel und Zucker, ihr hattet am meisten zu verlieren und habt es halt auch verloren. Ganz normal. Ja. Naja, da waren ja Fragen, da war ja auch schwer für die beiden auch. Bei wem stehen wir jetzt mit auf der einer Stufe? Oh, können wir kurz gucken? Mit 8 seid ihr mit der Rita Model. Also ich finde, wir passen ganz hervorragend zu Rita. Ich bin sehr happy. Genau, ja. Also hätte ich nicht gedacht, also Oliver, dafür, dass du im Vorfeld gesagt hast, dass du eigentlich keine Chance hast, da hat der Underdog halt einfach rasiert heute das Feld. Ja. Also richtig cool. Ja, danke dir dafür. Oh, danke nochmal 100 Biddies von Mrs. SQL. Mrs. QL, danke dir. Wir haben dich auf dem Chat gehört, das stimmt schon. Ja, das ist ein Klassiker. Ja. Wollen wir noch, weil wir sind so gut in der Zeit und der Hype-Train läuft noch, wollen wir noch eine Zusatzfrage machen? Machen wir noch eine. Unbedingt. Ja. Oder eine machen wir noch so außer Konkurrenz. Die eine wollen wir noch. Was nehmen wir denn für eine? Ja, nicht schon wieder so eine Coverfrage. Wir machen eine wunderbare Frage zum Thema Würfeln. Die ist auch schon wieder fürchterlich. Und zwar, wie viele Würfelfarben, die es in Sagrada gibt, gibt es nicht in Dice Hospital? Das ist ja eine bescheuerte Frage schon wieder. Also wie viele Würfelfarben, die es bei Sagrada gibt, gibt es nicht bei Dice Hospital? Zwei. Jetzt kann Silke und Mirko nochmal irgendwie ihren Ruf reinwaschen. Tatsächlich.
Das stimmt. Ja, das hat er, da hat er recht. Zwei. Stimmen. Sag ich okay, ein. Ihr habt jetzt schon blau die Antwort, oder wie? Blau und lila gibt es nicht. Nur grün, gelb, rot und bei Sagrada gibt es zusätzlich noch blau und lila. Krass. Okay, Oliver, wie siehst du das? Ja, musst du die richtigen Fragen stellen? Ein, ja. Sag mal ein dann. Du sagst ein. Ja. So, der Chat ist noch gar nicht fertig, der ist aber auch erstmal bei zwei. Schauen wir, was die Box noch sagt. Die sagt auch zwei. Ihr seid ja drauf. Und tatsächlich ist es so, ihr habt den einen Punkt, den gönnen wir euch natürlich noch. Tatsächlich ist es so, dass es, so wie ihr gesagt habt, blau und lila gibt es nicht bei Dice Hospital. Da gibt es einfach nur die Ampelfarben. Tatsächlich. Wow. Also wenn ist du inhaltlich gute Fragen stellst, dann können wir die auch von uns hier... Ist schon klar, es sind immer die Fragen schuld. Das ist total logisch. Aber habt ihr Dice Hospital? Geht das im Spielecafé? Spielen das die Leute? Die spielen wahrscheinlich eher Sagrada. Naja, also was hier gespielt wird oder nicht gespielt wird, ist ja irrelevant. Aber es steht auf jeden Fall im Regal, ja. Das zeigen wir auch gerne. Also Dice Hospital haben wir echt schon ein paar Mal. Ja. Durchaus, durchaus. Aber wir haben hier halt auch so einen Hype-Train, ne? Also das ist ganz klar. Ganz oft ist das so, dass halt alle sich auf das Neueste stürzen und gehört haben, dass XY ja ganz geil sein soll. Und dann erklären wir irgendwie monatelang quasi gefühlt nur 10 Spiele. Ja, genau. Das, was dann gerade total angesagt ist. Ja. Nein, okay. Aber es ist auch immer wieder so zwischendurch. Oder wenn wir gerade, weil manchmal können wir das ja auch steuern, wenn wir heute gerade Bock haben, irgendwie Spiel XY zu erklären, dann sagen wir den Leuten, dass das geilste Spiel aller Zeiten ist und es unbedingt spielen müssen. Okay. Ja, cool. So, der Hype-Train ist durch. Wir haben zumindest den Level 1 erreicht. Das heißt, ihr habt alle ein paar Emojis geschenkt bekommen von Twitch. Ist das nicht lieb? So, jetzt einmal. Das ist, genau, ist eine ganz eigene Welt, dieses Twitch. Ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Hier Follow, Sub und Hype-Train. Gibt's da Twitch für Dummies als Buch oder so? Schicke ich euch nach Hamburg. Wenn es das gibt, schicke ich euch das. Also wir haben einen Twitch-Kanal tatsächlich, ne? Haben wir. Ah. Wir haben schon auf Twitch gestreamt. Echt? Ja. Ja. Ja, sagen wir mal, so einen Sonderflohmarkt mal auch auf Twitch. Wobei das, glaube ich, echt hart ist, wenn dann auf beiden Chats, man kann das verbinden, aber ich weiß ja, wie wackelig so eine Live-Technik gern mal ist und dann machst du es dir noch komplizierter. Ach, du kommst dann hoch. Genau, das streame ich von Hamburg aus. Du bist dann derjenige, der für den Twitch-Chat verantwortlich ist. Oh, mega. Genau, da werden die richtigen geilen Spiele rausgehauen. So. Ich kann schon mal sagen, danke an Silke, danke an Mirko. Cool, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Heute ein bisschen Box of Rocks gezockt, hier extra ein bisschen Überstunden gemacht. Es ist auch nur knapp über 21 Uhr. Also, ja, wir haben es. Genau unsere Zeit. Ja, perfekt. Jetzt kommt eh gleich die Pizza. Oliver, 111 ja. Videos und dann hier noch quasi 10 Punkte abgeräumt. Ich meine, zwei geile Themen heute, über die ja, du jetzt. Super. Da kannst du jetzt eine Woche lang nicht schlafen. Ja, konnte ich vorher ja schon nicht, ne? Hatte ich dir so ja gestern gesagt, aber... Ja, ja, genau. Wir haben gestern ein lustiges Interview aufgenommen. Wann kommt es? Am Wochenende, wenn es gut läuft. Am Sonntag, ja. Am Sonntag gibt es schon wieder mich quatschend beim Brettspiel-Teddy. Fürchterlich. Am Sonntag dann aber auch Würfel und Zucker. Über 2 Stunden. Muss man auch natürlich reingucken ab 18 Uhr. Und da noch geht ein paar. Ja nur bis 9. Geht nur bis 9, also ganz entspannt. Und bei mir kurz auch die Schleichwerbung. Am Montag ist Ben von Frosted Games hier zum Talken um 20 Uhr und gemeinsam Tim Meepleporn, früher Asmodi. Wir diskutieren über Marketing für Brettspiele. Ein Thema, über das mal gesprochen werden muss, weil gefühlt passiert da relativ wenig. Deswegen kann ich mal mit meinem Marketing-Background mal ein paar Fragen stellen, wie denn so Marketing für Brettspiele eigentlich läuft, wie da so die Idee ist, wie da Vorläufe sind. Und ihr könnt natürlich im Chat dann auch Fragen stellen. Muss auch nicht nur Marketing sein. Am Ende machen wir einfach den Chat auf. Könnt ihr alles fragen. Wann kommt, keine Ahnung, Frostpunk endlich? Fragt ihr einfach. Genau, am Montag hier auf dem Kanal und dann geht's dahin. Rest findet ihr in meiner Kanalbeschreibung. Und Meeple Queen macht auch noch Werbung für die Tea Time morgen bei sich. Da machen wir aber keine Werbung für, weil du hast uns heute allein gelassen. Ich musste die Brettspielfragen stellen und Würfel und Zucker hat nur wegen dir heute verloren. Mit deinen Fragen. Vor allem, wenn es wieder so eine Frage wäre, merkt euch dieses Cover und dann stellst du 20 Minuten später eine Frage. Da kotze ich ja jedes Mal, wenn sowas kommt. Nächstes Mal mache ich echt einen Screenshot. So.
jetzt, damit ihr noch so richtig erlebt, wie Twitch wirklich funktioniert, machen wir jetzt noch den Klassiker. Wir machen jetzt noch einen sogenannten Raid. Wer weiß, was ein Raid ist? Du weißt das. Was ist ein Raid? Ja, geil. Ja, ja. Was ist ein Raid? Ja, alle gehen irgendwie rüber zusammen in einen anderen Kanal und schreien dann halt, ah, hallo, wir sind hier, toll, Raid und ja. Genau, nee, wir müssen da gar nicht so viel Rabatz machen. Es geht tatsächlich darum zu sagen, hey, bevor wir hier ausschalten und ihr da nichts mehr zu gucken habt, gehen wir einfach in den nächsten Kanal, könnt ihr weiter gucken. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Ich habe hier gerade was rausgesucht, der nennt sich Halfman Music Games. Sieht nach einem Musiker aus und der spielt jetzt gleich eine Runde Gartic Phone. Vielleicht könnt ihr mitzocken. Okay. Keine Ahnung, sieht nach einem netten Dude aus. Ich kenne ihn nicht, also auf eigene Gefahr. Kommt gerne mit, ich starte schon mal den Raid. Wer will, kommt einfach automatisch mit. Ja, da sind schon die ersten Zuschauer, die damit rübergehen. Und wir sagen dabei, glaube ich, einfach tschüss. Also hat super viel Laune gemacht. Danke, ja, hat Silke, Spaß danke, gemacht, Michael. Tschüss. Danke, Oliver. Dann alle Mann rüber jetzt zu Gartic Phone. Also bis dann, tschüss. Tschüss.